Für die Rockets Gotha war das Spiel am Samstagabend ein Erfolg. Angetreten war der Basketball-Zweitligist gegen den Tabellendritten aus Cuxhaven, die Baskets. Mit dem Sieg in dieser Auseinandersetzung konnten die Rockets ihren Abstieg auf den vorletzten Tabellenplatz verhindern. Maßgeblich beteiligt an dieser Leistung war der wohl jüngste im Team, der 19-jährige Jonathan Persson aus Schweden. Erst seit dem Winter ist er in der Mannschaft dabei, insgesamt war es sein drittes Spiel für die Gotha Rockets. Er glänzte diesmal mit einer 100% Trefferquote und machte insgesamt 14 Punkte für sein Team. Zum Erfolg dieses Heimspiels für Gotha trug auch der gut aufgelegte Chase Griffin bei, der 24 Punkte beisteuerte. Die ersten drei Viertel blieb es spannend in dieser Auseinandersetzung, da die Führung ständig wechselte. Bei den Gotha-Spielern gab es zwar ein paar Defensivaussetzer, doch konnten sie in der Offensive mit ihren Würfen überzeugen. Bei 60% lag ihre Trefferquote. Mit einem Spielstand von 94-85 endete die Begegnung der Mannschaften aus Gotha und Cuxhaven. Die Rockets hatten die Baskets besiegt und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.